Ist ja awesome. Der ruft sich noch seinen Diener herbei. Dann beschwören wir den mal. Kann in dem Zug natürlich noch nicht angreifen, weil... ist ja erstmal ein bisschen schlafen gelegt. Oh, ich hoffe, ihr hört es nicht im Hintergrund, aber meine Katze hat wieder ihre wilden 5 Minuten. Emilia ist manchmal so ein bisschen hyperaktiv. So, was macht er da? Och, come on. Also, die Totem-Sache, Schamane ist echt, ja. Gefällt mir nicht. So, jetzt haben wir natürlich den hier. Das Problem ist, ich kriege noch keinen damit raus, großartig. Beziehungsweise, ich könnte den Totem ausschalten. Stellt am Ende eures Zuges bei... oh, das ist natürlich ein Problem, der Heiltotem. Ich frage mich, ob... das Problem ist, dann werden natürlich alle Diener vernichtet. Das will ich eigentlich noch nicht spielen. Das Problem ist, die Totems sind ja auch, glaube ich, keine Diener. Ich weiß nicht, ob das zählt. Wir spielen den mal. Bereit, mein Herr. Wenn ihr darauf besteht. Und nehmen erstmal den Heiltotem raus, weil der ist, glaube ich, die größte Gefahr hier in dem ganzen Feld. Heiltotem, ist das ja auch ein Heiltotem? Was ist das denn hier für einer? Sturmzorn-Totem. Jetzt bitte nicht zu groß zu spielen, dass ich es bereue, dass ich meine Spiegelgestalt nicht gespielt habe. Ich glaube, der hat einen Zauber, irgendwas plus irgendwas, oder? 3 Schaden. Ja, auf den Knappen kann er ruhig gehen. Ja, das ist in Ordnung für mich. Das war wirklich in Ordnung. So, jetzt könnten wir natürlich wirklich... oh, warte mal, der hat 6 Schaden. Boah, der ist natürlich hier... ist da was? Raus damit. Direkt weg damit. So. Das gefällt mir schon viel besser. Gut gespielt. Spiegelgestalt. Soll ich die jetzt schon spielen? Das Problem ist, wenn er was Kleines spielt, wie viele große Karten kann er haben auf der Hand? Das ist natürlich die große Frage. Ja, ich muss es versuchen. So, ich könnte natürlich auch den... was macht der? Der macht plus 2 Leben. Ja, der hat aber nur für den. Das stört mich nicht großartig. Wenn ihr darauf besteht. So. Wie gesagt, jetzt bitte eine schön große Kreatur spielen. Irgendwas mit 7 Beschwörungskosten, damit ich meinen Spiegeleffekt mal nutzen kann. Komm schon, gib mir mal was Schönes. Gib mir mal eine schöne Karte, Buddy. Komm, zeig mir mal was da drauf. Was? Keine 1-1er oder sowas. Irgendwas, weiß nicht, 7-10 oder sowas. Na, guck noch. Also er scheint nichts besonders Großes zu haben. Oh, doch. Noch ein Feuerelementar. Stört mich aber nicht, den kriege ich auch. Edgy Badge. Jetzt wäre cool, den Feuerball zu kriegen. Hätten wir das Ding schon gewonnen. Fast. Komm, Feuerball. Gib mir die Feuerball. Ist noch nicht... komm, mach deinen Zug Feierabend da. Kannst du eh nichts mehr großartig machen. Sehr schön, komm, Feuerball. Schade. Schade. So, ist mir natürlich ganz praktisch, die Diener mit Spott jetzt zu rufen. Ich glaube, das mache ich auch. So, Diener mit Spott. Dann... den noch. Was, den will ich noch nicht spielen. So, die Frage ist, wir können ihm 10 Schadenspunkte zufügen. Wir können ihm sogar mehr zufügen. Jetzt überlege ich gerade. Wir müssen aber taktisch überlegen. Er hat einen 6er Angriff. Egal, womit ich ihn angreife, er nimmt meine Karte auf jeden Fall weg. Wenn er so angreift, fliegt die weg und die fliegt auch weg. Da heben wir uns gegenseitig auf. Ich könnte natürlich... das ist echt schwierig. Ich glaube, ich gehe so. Ich meine, die Totems, die machen mir nichts. Selbst die Zaubermacht. Ich glaube, die ist keine so große Gefahr. Auf in die Schlacht. So, sehr schön. Das war kein so großes Problem. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil. Wenn er nur die Kreatur auf dem Feld hat, muss er... er muss erstmal die beiden angreifen. Außer er hat Zauberkarten. Spürt die Macht der Winde. Das heißt, damit die und dann bitte nicht noch mal eine Karte. Plus 8, aber er muss die beiden angreifen. Das ist der Vorteil von der ganzen Sache. Oh, das ist gar nicht gut. Das sind 6 Punkte. Ich meine, wir waren noch nie so nah dran an einem Sieg. Oh, das war natürlich sehr clever von ihm. Das war ziemlich clever von ihm. Aber wir haben's, oder? Wir haben's. Wir haben unseren ersten Sieg, liebe Freunde. Yes, baby! Yes, baby! Yes, baby! Erster Sieg! Und jetzt sehen wir, was ich schon mal anfangs angesprochen habe. 5 Siege und wir kriegen 5 Gold. Also rechnet euch aus, wie viel ihr braucht, um ein Booster-Pack zu kaufen. Ist eine Menge!
Es ist wirklich eine Menge. Naja, sehr schön. Mir hat's gefallen. Wir haben das Ding fair and square gewonnen. Das freut mich natürlich ganz besonders, endlich mal einen schönen Sieg hier einzufahren. Gut, wisst ihr was? Ich überlege gerade, wollen wir mal ein anderes Deck ausprobieren? Aber ich bin jetzt gerade, weißt du, wisst ihr, wenn man auf so einem Lauf ist? Das heißt, wir machen noch eins, haben wir also Magier, komm. Jedes Duell ist anders, da man ja immer gegen andere Leute antritt. Also, oder? Mal ein anderes Deck probieren? Ich bin auch so ein bisschen unentschlossen. Ja, komm, wir machen noch eins im Magier. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Ich möchte mich zum Magier-Profi entwickeln. Also diese 6er Feuerbälle, die sind Hammer. Die hauen ganz schön rein, um mal ganz ehrlich zu sein. Das hätte ich anfangs nicht so gedacht, aber habe ich ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Ich finde es cool, dass da Pasta Paule steht. Jaina gegen Thrall. Wir treten gegen Akira an. Zeit ist gekommen. Ihr habt es so gewollt. Das sind aber nette Karten, die droppen. So, wir kriegen... Oh, und Spiegelbild. Das sind sehr gute Karten, der Drop. Ja, wir sind natürlich erst im zweiten Zug dran, aber wir haben echt gute Karten. Also, das ist ein würdiger Anfang. Also, Schamane finde ich ganz interessant mit dem Totems. Besonders auch, wie gesagt, später, wenn man dann so 10 Mana-Kristalle hat oder mehr, dann... Ich glaube, 10 ist das höchste. Feuerball, nice. dann kann man da wirklich was, wenn du hier ständig Totems beschwörst, da kannst du dir echt eine ganze Menge helfen. So, ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass wir hier wieder Doppelbeschwörung machen. Haben wir irgendwas mit Ansturm? Das sind 3, schade. Spielen wir den mal, weil der kann nicht angegriffen werden, weil der hat ja Verstohlenheit. Die Diener mit Spott, die sparen wir uns auf. Die könnten am Ende noch ganz praktisch werden. Haben wir ja gerade gesehen. Ich meine, ich habe ja gerade wirklich dadurch das Glück gehabt, dass ich die Spott... Was können wir hier machen? Oh, Grimmer Stadttor. Kommt nicht runter. Zeppelin. Oh, fliegt der? Fliegt der? Vielleicht, wenn man häufig genug klickt, vielleicht fliegt er. Nee, was hat er? Heiltotem, glaube ich. Naja, nicht gut. Heiltotem gefällt mir schon mal nicht für den Start. Das nehmen wir direkt gleich mal raus, indem wir hier Arkane Geschosse spielen. Oder... Mal gucken. 2. Er hat ja keinen Angriff, also kann er mir da nicht großartig was. Wisst ihr was? Dann spielen wir lieber den und zerstören einfach das Heiltotem direkt. Er hat ja nichts entgegenzusetzen, um mir Lebenskraft hier zu rauben. Das Problem ist natürlich, ich habe die Verstohlenheit jetzt verloren. Das heißt, wenn er eine Karte spielt, könnte er direkt meinen Worgenspitzel angreifen. Aber das war es mir jetzt wert, um mal das Totem zu entfernen. Übrigens, die Musik ist großartig. Ich weiß nicht, wie man selber die im Hintergrund hört, weil ich habe die ein bisschen leiser gedreht. Aber die ist cool. Kann man die ein bisschen hochdrehen hier? Ich frage mich, ob... Drehen wir ein bisschen hoch. So. Musik ist echt cool, gefällt mir. Wobei, habe ich vermutlich eh hochgedreht in der Nachbearbeitung. So. Komm. Mach mal hier. Da lässt sich aber jemand Zeit. So, was spielt er? Komm, kein Heiltotem. Das wäre nervt. Was ist das hier? Feuertotem, glaube ich. Verbrennungstotem, genau. 1-1. Könnte er den angreifen? Ja, macht er auch. Wird er vermutlich... Ah, ne, jetzt die Runde kann er nicht. Und nächste Runde kann ich ihn rausnehmen. Oh, sehr praktisch für mich. Das ist natürlich jetzt sehr praktisch. Ich könnte sogar mit dem Feuerball könnte ich ihn rausnehmen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Nicht viel Zeit. Ja, Kollege, beeil dich mal. Ich bin nicht dran, ne? Ne, er ist dran. Ich muss mich hier nur mal vergewissern, dass ich nicht dran bin. So. Oh, sehr schön. Flammenstoß. So, ich könnte natürlich auch die einfach spielen. Das wäre sogar ganz praktisch, glaube ich, die Arkangeschosse. Machen wir mal. Ja, sauber, da ist das Totem weg. Dann würde ich fast sagen, mal mit allem drauf. Übrigens auch immer ganz nett, dass man hier am Rand sozusagen sieht, wie gespielt wurde. Sogar mit ziemlich genauer Wert Schaden gemacht. Das ist nett. So, dann beenden wir den Zug mal. Ja, sieht auch ganz gut aus für den Anfang. Ich hoffe ja, dass man eines Tages wirklich das Spiel so ein bisschen um Themendecks aus anderen Blizzard-Spielen erweitert. Sowas wie Expansionspack mit Diablo-Karten, Expansionspack mit StarCraft-Karten. Oh, das gefällt mir nicht. Was hat er hier? Fügt er einen Schaden und friert ihn ein. Oh!
Stand nicht ein Schar? Ach, er hat mehr Zaubermacht durch hier die Magier von Dalaran. Okay, das ist ein Problem. Verursacht Sek. Oh, ich habe beide Feuerbälle schon. Das ist natürlich schon mal garantiert 12 Schaden. Wir könnten. Das Problem ist, den kriege ich nicht weg. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir können den auf jeden Fall spielen. Wir könnten die Spottdiener natürlich auch spielen. Wollen wir die jetzt schon spielen, die Spottdiener? Ich bin mal überlegen. Ja, wir spielen den Spottdiener auch mal. Hier unsere beiden Spiegelbilder. Passen natürlich zu Magier, um ehrlich zu sein. Das müssen wir mal gucken. Also er hat 4 Lebenskraft. Wenn ich den spiele, ich opfer hier nichts. Also opfern ist mir in dem Moment des Spiels einfach viel zu früh. Denn wie gesagt, wir haben ja auf jeden Fall noch garantierte 12 Punkte auf der Hand, selbst wenn er alle unsere Karten wegnimmt. Das heißt, ich muss ihn nur bis 12 runterkriegen, 2 Runden und das Ding ist gelaufen. Also, den Vorteil haben wir zumindest schon mal. Dafür muss ich. Das Gute ist, wenn er jetzt keine Kreatur spielt, dann habe ich ihn eigentlich fast in 2 Runden. Oder nicht in 3 Runden müssten wir eigentlich fertig sein, weil er muss erstmal hier die angreifen, weil die verspotten ihn ja. Das heißt, er wird gezwungen, ja, kannst die anklicken, wie du willst, die Karten. Bringt dir alles nichts. Er muss die beiden hier angreifen. Und wenn er keine großartige Karte hat, er könnte natürlich hier die beiden zerstören, dann, ja, wenn er die nicht zerstört, wenn ich jetzt hier durchkomme mit den beiden Karten, dann, dann habe ich ihn. Dann spiele ich nächste Runde den Feuerball. Oh, er hat 2 von denen. 2 von denen. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich glaube, wir haben ihn. Noch 2 Züge, dann ist das Ding gelaufen. So, mal gucken. Wir fangen mal damit an, dass wir ja Feuerball drauf. So, dann noch 11. Jetzt nochmal 5 weg. Dann haben wir 6. Und wenn wir zum nächsten Zug kommen, eigentlich kann er machen, was er will. Er kann jetzt etwas Großes ausspielen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er mir in 2 Zügen. Das Ding ist gelaufen. Nächste Zone, das Ding ist gelaufen. Wir haben die zweite Partie nach dem Ding gewonnen. Also, jetzt läuft's plötzlich. Magier-Deck, liebe Freunde. Magier-Deck. Awesome. Vielleicht sollte ich die alten Teile nicht aufgenommen in die Tonne werfen. Und lieber sagen, wisst ihr was? Magier-Deck. Darauf erstmal einen schönen Schluck Bier, denn wir haben ja, wie ihr unten an der Uhr seht, 20 nach 1. Für euch ist mir keine Uhrzeit zu spät, liebe Freunde. Keine Uhrzeit. So, ja komm, mach was du willst. Das Ding ist gelaufen. Er muss jetzt erstmal hier Spott angreifen mit einem von denen. Dann hat er einen schon mal weg. Dann kann er mit dem zweiten und mit dem beiden kann er noch angreifen. Und das war's. Das Problem ist natürlich, er sieht nicht, dass ich einen Feuerball auf Hand habe. Er denkt natürlich, das könnte noch irgendwie laufen. Kostet natürlich jetzt hier die Zeit ab, was mich so ein bisschen nervt. Ja, er geht natürlich auf den. Er ist natürlich ganz clever. Dadurch macht er mir 4 Schaden. Wobei, er könnte die beiden rausnehmen, aber kann er auch machen. Kann machen, wie er lustig ist. Wenn er darf sich nur nicht heilen. Oh, nee. Wobei, ich glaube, Feuerball muss nicht Spott angreifen. Ich hoffe nicht. Dann hatte ich ein Problem. Dann ist das Ding nämlich doch nicht gelaufen. Aber ich glaube nicht. Wobei, ich kann den auch... Ne, macht einen Schaden. Ja, hau rein da! Okay, ja. Haben wir hier nicht ewig Zeit. Erdschock. Also, wenn ich jetzt den erst angreifen muss, dann habe ich echt ein Problem. So, euer Zug... Ich meine, ich könnte ja um ihn nochmal... komm. Bitte. Bitte nicht... Ja, das Ding ist gelaufen. Wir haben's. Wir haben das nächste Ding gewonnen, liebe Freunde. Yes! Magier-Deck for the win. Woo! Hooray! Hip-Hop-Hooray! Ho! Awesome! Ist das cool oder ist das cool? Jetzt mal ganz ehrlich. Magier-Deck for the win! Was soll ich sagen? For the fucking win? Das Problem ist, ich kriege alles keine Münzen durch den Scheiß. Ich würde ja echt gerne mal in die Arena gehen, aber ich kann es euch leider momentan nicht zeigen, weil da muss ich 2 Dollar für bezahlen. Wäre es mein Account und nicht der vom Kollegen, hätte ich die schon längst bezahlt und wäre mal in die Arena gegangen. Das machen wir garantiert, wenn ich meinen Beta-Key habe, den ich leider nicht habe.